Willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Es geht weiter. Wir haben die Händler in der letzten Folge freigeschaltet. Ich hoffe, das war jetzt auch eine gute Idee, sich das Outfit zu holen, obwohl es ja eigentlich ein bisschen auf Nahkampf ausgelegt ist. Aber mal gucken, wenn nicht, tausche ich das wieder. Ach ja. Mit Vuadis müssen wir ja reden. Stimmt, war ja so. Ich soll also deinen Glückshammer. Der sollte irgendwo da oben sein. Mal gucken, ob wir dann jetzt schon wirklich in den verbotenen Westen aufbrechen können. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich einen Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wadis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen. Ah, das sind so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen. Auf jeden Fall haben wir die eine Hauptquest abgeschlossen. Und wir haben jetzt 3 Fertigkeitspunkte. Und ich würde ganz gerne hier was verbessern. Und zwar Fernkampfmeister Stufe 2. Fernkampfwaffenschaden 60%. Also jedenfalls in diesem Modus. Jetzt brauchen wir wieder 5 Punkte und dann hätten wir es auf Maximum. Aber ist schon richtig nice, wenn wir das hier auf jeden Fall steigern. Okay. Ich habe auch gesehen, es ist hier eine neue Nebenquest aufgetaucht. Irgendwo da hinten ist die. Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn wir erstmal die Nebenquesten hier machen, bevor wir weitergehen, weil ansonsten fehlen uns ja die Fertigkeitspunkte. So wie es ausschaut, sind die Questen alle in der Taverne verfügbar. Oh, du siehst noch schlechter aus als gestern. Oder auch nicht. Ja, ich hab zu tun. Hey, jetzt sind ja gar keine Leute mehr hier. Ach doch, da hinten sind alle. Okay, eine Nebenquest ist anscheinend hier draußen. Oder etwa nicht? Nee, die ist irgendwo da drinnen. Ach, das ist auch ein bisschen verwirrend. Ah, hier vorne ist das. Hier müssen wir rein. Da können wir noch ein Minispiel machen. Es ist ein Tenakt-Spiel. Aber auch andere okay. Spiele spielen, ne? Ah, mit Petra was machen. Okay, cool. Endlich trinken wir mal ein Bier, hm? Hier, setz dich. Los, bring ihr einen Krug. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Seit wann tue ich, was erwartet wird? Ha, das ist der Funke. Feuer und Spucke. Feuer und Spucke. Ah, zisch durch wie ein Blasebalg. Repariert die Schmiede nicht, aber verdrängt eine Weile meine Probleme. Welche denn? Na, es ist besser geworden, seit du hier aufgeräumt hast. Aber Alwund tönt immer noch wegen seinem Konzessionsdekret herum. Wenn du das nicht weglegst, komm ich rüber und zeig dir, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Im Moment machen mir die Flüchtlinge aus Sonnenfall Sorgen. Dieser weite Weg. Wer weiß, was sie durchgemacht haben. Schattenkaja-Flüchtlinge? Was machen die denn im Schrecken? Ein neues Zuhause suchen, nehme ich an. Sie lagern bei einem alten Bergpfad, südwestlich von hier. Und genau das ist das Problem. Letzte Woche stürzte ein Sturmvogel auf die Klippen und Tolland Rheinleier ist seitdem auf die Bauteile scharf. Aber die Flüchtlinge versperren den Weg. Ihr Sonnenritual darf nicht gestört werden. Irgendetwas mit einem Düsterpfad. Hm.
Davon habe ich sie noch nie reden hören. Ja, tja, diese speziellen Schattenkaja sind recht seltsam. Aber insgesamt friedliche Leute. Nicht das Tolland, das schert. Der holt sich die Beute auch mit Gewalt. Vielleicht könntest du sie überreden, ihr Lager anderswo aufzuschlagen? Klar, könnten wir machen. Die Frage ist nur, wie wir das lösen. Ich finde ja die Dialoge echt geil. Also Petra, ja, die trägt ja wirklich ihr Herz auf der Zunge. Finde ich echt geil, den Charakter. Wir werden die Gespräche auch in Zukunft relativ kurz halten. Also werde ich auch immer diese Antwortmöglichkeit wählen, womit wir dann die Quest auch starten können. Wenn es sich ergibt, rede ich mit den Flüchtlingen. Vielleicht machen sie den Weg frei. Ich danke dir. Sie haben es schwer. Da brauchen sie nicht auch noch Tolland. Dieser Tolland ist vielleicht noch in Kettenkratz. Ich könnte zuerst mit ihm reden. Selbst die Retterin von Meridian braucht eine Herausforderung. Spiel eine Runde Streit. So, die Quest haben wir angenommen. Dann wieder raus aus der Taverne. Und da hinten gibt es eine weitere Quest. Was haben die Jungs oder die beiden hier so am Start? Das reißt einem den Arm ab. Tut mir leid, ich bin sofort bei dir. Das ist nicht nur eine schlechte Idee, das ist gemeingefährlich. Das ist eine Waffe. Darum geht's doch. Aber doch nicht für den Benutzer. Jetzt sei einfach still. Wo waren wir? Da. Gut, Du wirkst auf mich wie eine Frau, die immer nach neuen Waffen sucht. Habe ich recht? Eigentlich will ich... Ja. Kannst du das lassen? Ich habe hier eine Kundin. Ich bin keine Kundin. Ich hab's! Dreifaches Pulver! Und der Läufer lernt fliegen! Ba-boom! Ein Schuss reicht. Garantiert. Vielleicht doch. Dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Rotschopf. Wie wäre es, wenn du stolze Besitzerin des ersten maschinenverbesserten, explosiven, wirksam maschinenvernichtenden und doch absolut sicheren Speerwerfers wärst? Oh yeah, das klingt gut. Die Waffe kennen wir natürlich, die hat uns aber, glaube ich, damals Petra im ersten Teil hergestellt. Das nannte sich, glaube ich, Kettengeschoss oder irgendwie sowas. Aber wir machen auf jeden Fall diese Quest, sofern das von der Stufe hinhaut, um diese Waffe auch zu erhalten. Erzähl mir doch mehr über eure Waffe. Als Kind sah ich eine Schriftrolle von einem Kaja-Gelehrten, der nach Westen zog. Darin war ein Bild eines Tenakt-Kriegers, der mit einer Art Speerwerfer jagte. Effektiv? Ja. Einfach? Zweifellos. Als wir herkamen, fiel es mir wieder ein. Und ich bin kurz davor, dieses altmodische Werkzeug enorm zu verbessern. Ich will es perfektionieren. Mit Maschinenteilen kann ich die Wurfbahn verbessern und so das Geschoss schneller machen. Boomer meint dagegen, dass man das Geschoss selbst verbessern sollte. Mit explosiven Spitzen. Sprengstock! Warum nicht beides? Das könnte gehen. Nur ein Haken. Ich brauche Teile, um mein erstes Modell zu bauen. Zunächst mal brauche ich... Stürmerhörner! Intakte! Ja, genau. Du musst sie abschießen, bevor die Maschine zu Boden geht. Sonst zerbrechen sie. Aber die echte Neuheit, sag's nicht weiter, ist eine Reishornrippe. Östlich von hier gibt es eins. Jag es in die Luft! Boomer! Besorg mir alles und die Waffe gehört dir. Gut, abgemacht. Oh yeah, das machen wir gleich. Finde ich ja echt geil. Ich finde es auch im Vergleich zum Vorgänger finde ich die Dialoge auch ein bisschen geiler gestaltet. Im ersten Teil waren die so ein bisschen steif gehalten. Nehmen wir erstmal an, Stürmerhörner. Okay. So, habe ich mir markiert. Die Stürmer waren ja da vorne, ne? Ich wäre schneller, wenn ich einen Stürmer überbrücke. Na, Aloy, was denn ich sag's? Guck mal, was hier steht. Und da unten sind die Hörner. Also die Hörner von den Stürmern. Aber hier war doch auch ein Gräber, oder? Genau. Den muss ich irgendwie zuerst ausschalten. Ich werde ihn mal kurz scannen, dann sehe ich auch, wo der lang geht.
Okay, da geht er unten lang. Wenn ich den zuerst ausschalte, sind die anderen eigentlich keine große Nummer mehr. Aber fangen wir mal vorsichtig. Wir machen das so wie vorhin. Der kommt ja hier wieder, glaube ich, vorbei, ne? Okay, jetzt geht er erstmal da hinten lang. Dann können wir erstmal den hier ausschalten. Hörner wird doch dran. Naja, Versuch. So, das war der erste. Der Gräber sollte gleich hier vorbeikommen. Und den schalte ich dann aus, wenn er hier vorne ist. Irgendwas habe ich gesehen, ne? Ah ja, das war der Gräber. Ich kann die Maschine nicht überbrücken. Aber nein, will ich lernen, wenn hier eine Brutstätte ist. Ja, das wird mit Sicherheit bald noch kommen. Gott sei Dank, der hat uns nicht gesehen, wo er uns gescannt hat. Na, was nun? Ich habe gedacht, der kommt hier vorbei. Okay, jetzt kommt er. Ich wollte gerade einen Stein nehmen. Den muss ich ausschalten, dann kann ich in Ruhe die Stürmer fertig machen. Okay, das war's. Drei Teile von Stürmern brauche ich. Aber droppen die auch wirklich alle? Ich muss die Hörner abschießen, bevor er umfällt. Ach, die Hörner abschießen. Ach so. Okay. Ja. Wie machen wir das am besten? Bevor er umfällt. Ich glaube, ich habe ein Horn abgeschossen. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwas ist da weggeflogen. Ich werde den mal versuchen einzueisen. Obwohl, nee, das hebe ich mir noch auf. Wenn der Stürmer fällt, brechen die Hörner. Also nochmal. Okay. Dann muss der doch umherlaufen. Ja, dann müssen wir das so machen. So, mein Guter. Naja, aber das spielt ja keine Rolle. Er muss, glaube ich, beim Rennen hinfallen, ne? Wenn der Stürmer fällt, brechen die Hörner. Naja, also das habe ich jetzt auch gecheckt. Alles klar. Ah, wo sind denn noch weitere Stürmer? Da hinten, glaube ich. Die sind ja auch nicht so schwer. Muss mir nur noch mal schnell ein paar Pfeile herstellen. Mutstoß, Fernkampfmeister ist auch schon wieder voll. Sogar auf Stufe 2 fast. Ach nee. Mist, das sind... Das hier vorne sind Wühler, aber da hinten sind noch Stürmer. Komm, wir versuchen es mal. Okay, hab mich entdeckt. Ach, verdammt. Ich würde ihn ganz gerne mit einem, ja, mit einem schweren Schlag mal zu Boden bringen. Schwachstelle sehe ich leider gerade nicht. Irgendwas habe ich ihm aber abgetrennt, glaube ich. Jetzt muss ich seine... Ah, verdammt, das war eine gute Gelegenheit gerade. Scheiße. Du kleiner Lümmel. Verdammt. Das war knapp. Na, das habe ich ihm abgetrennt. Ein Bauteil, ja. Aber ich glaube nicht das, was ich eigentlich brauche. Oh, verdammt. Hey, lol. Jetzt brauche ich das Bauteil. Jawohl. Niedergeschlagen und... Oh, fast draufgegangen. Hey, du kleiner Lümmel. Ja.
Ein Treffer noch. Oder zwei. Hier fliegen überall Bauteile ab, aber nicht die, die ich brauche. Aber jetzt kann ich mich in Ruhe um die Stürmer da kümmern. Die sollten hoffentlich nicht das Problem sein. So, wir brauchen mal ein Tränkchen. Die müssen fallen, also müssen sie rennen, wenn ich die beschieße. Sonst können die nicht die Hörner verlieren. Mal gucken, ob das klappt. Ja, es war ein Schwachstellentreffer, aber nicht so wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh oh, ich wurde entdeckt. Aber der muss mich ja sehen, ne? Machen wir das mal. Mal gucken, ob wir damit mehr Schaden anrichten. So, jetzt kommt er. Ah ja, jetzt hat er was verloren. Na komm schon, komm mal angerannt. Einer ist da hinten noch. Habe ich noch meinen Mutangriff? Aufstieg. Stufe 7 auch erreicht. Geil. So, mal gucken, wo das jetzt hier ist. Ja, ein Stürmerhorn. Liegt hier noch irgendwo was rum? Wir haben noch zwei Hörner. Wenn ich das geschickt anstelle, könnte ich auch zwei kriegen. Ah, das war ein Stein. Okay. Wo ist denn jetzt hier der letzte Stürmer hin? Oh, 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 oh. Ah ja, da oben sind sie. Ah, der muss auch zu mir kommen. Jetzt kommt er. Oder jetzt kommen zwei sogar. Jungs, ich bin hier vorne. Kommt mal ruhig her. Mir muss was einfallen. Naja, ich mache mir schon einen Plan, Aloy. Keine Sorge. Jetzt aber. Nee, nicht wirklich. Nur wenn sie rennen, verlieren sie auch das Teil, glaube ich. Jetzt kommt er. Das sollte geklappt haben. Er hat doch was verloren, habe ich so gesehen. Verdammt. Ach so, die müssen ja auch hinstürzen. Aber da liegt noch ein Teil, glaube ich. Oder was ist das? Stürmerhorn, genau. Und eine Reishornrippe brauche ich auch noch. So, du kleiner Stürmer, komm mal her. Bin hier vorne. Ah, ich glaube, der hat eins verloren. Jawohl. Das sollten genug Stürmerhörner für Della und Boomer sein. Jetzt brauche ich nur noch die Rippe von diesem Reishorn. Da kümmern wir uns gleich drum. Wo ist das? Da hinten. Hol ich mal mein Reittier. Der ja zufällig auch ein Stürmer ist. Aber dem hätten wir, glaube ich, kein Horn abschlagen können. Ich muss mal ein bisschen was looten, sonst kann ich mich nicht heilen. Eine Rippe von einem Reishorn. Oh. Die sind, glaube ich, da hinten, ne? Ah, da waren auf jeden Fall schon mal ein paar Wühler. Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkommen, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Ja, aber das mit der Brutstätte, das kommt ja bald noch. Aber natürlich zu einem späteren Zeitpunkt.
möchte ganz gern die Wühler hier erstmal fertig machen. Nicht, dass die sich dann auch noch in den Kampf später einschalten, das muss ja nicht sein. Oh oh, der eine hätte mich fast gesehen. Oder er hat mich, glaube ich, sogar gesehen. Kurzzeitig auf jeden Fall. Ja, kann ich den ausschalten? Geht das? Bin ich nah genug dran? Jawohl. Schnell noch was looten. Machen wir den anderen noch klar und dann können wir uns wieder schneller bewegen. Was drei. So. Ah, da sind auch immer tolle Sachen in diesen Haufen, glaube ich, drin. Jedenfalls für einen späteren Zeitpunkt. Also, wenn wir davon wieder relativ viel haben, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Ruhe. Und dann können wir uns jetzt um die Reishörner kümmern. Oha. Oha. Was war das? Oh nein. Da ist ja noch ein Wühler. Da hinten sind die Reishörner, habe ich gesehen. Okay, na warte mal, Bürschchen. Du verlierst gleich mal das. Dann kriegst du noch eine auf den Kopf. Okay, der war eindeutig zu weit weg. Schwachstelle, ein Treffer noch. Wenn ich den mal treffe. Der ist down. Jetzt noch der andere. Am besten gleich hinten treffen. Weil das ist wirklich immer schwer zu treffen. Gerade wenn sie direkt von vorne kommen. Halten wir uns mal ein bisschen bedeckt. Was haben wir hier? Energiezelle. Oh, die haben einiges verloren, ne? Hier ist auch noch irgendwas. Was ist das? Ein Rohstoffbehälter. Wo ist denn jetzt dieser Wühler hin? Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr hört mich nicht. Ah, okay. Da unten ist der angeschlagene Wühler. Müssen wir mal schnell noch Munition wiederherstellen. Oh oh. Da war der Feuerreißzahn. Kann ich dem eventuell mit Säure entgegenkommen? So ein bisschen auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich eine Zelle von ihm treffe. Da ist das Reißhorn. Um die Rippe zu holen, muss ich es erledigen. Naja, hab ich mir schon gedacht. Hm, verdammt. Muss ihn aber treffen, damit der Säureschaden noch greift. Da. So, jetzt? Die Maschine ist anfällig. Joho, hab ich gesehen. Aber der da unten ist auch anfällig. Und der ist jetzt down. Um den muss ich mir aber kümmern, Aloy. Oh, verdammt. Das war ja heftig gerade. Steh auf. Niedergeschlagen. Kritischer Treffer, komm. Eben war es verfügbar, aber ich habe zu lange gebraucht. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder. Und der letzte Schlag. Erledigt. Jetzt kann ich mir seine Rippe holen. Okay. Das ist toll. Ich habe alles, was Della und Boomer wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Na, das klingt doch toll. Schön die Beeren mitnehmen. Noch den Wühler looten. Da ist auch so eine Truhe. Mensch, die kann man ja leicht übersehen. Okay, ich glaube, ich hätte es auch mit dem Fokus gesehen, aber ich kann ja hier nicht dauerhaft mit dem Fokus rumrennen. Man muss vorbereitet sein. Sind wir ja. Zum Teil auf jeden Fall. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr, aber ich denke, wir sind im Moment ganz gut dran. Kommt immer besser rein ins Gameplay. Geht schon. Das brauche ich auf jeden Fall ja auch noch alles.
wo ist denn jetzt der Weg? Wir können doch theoretisch gleich nach da hinten, ne? Können wir hier mit dem Stürmer durch? Tatsache. Oha, was war das? Da war irgendwas Neues. Was ist das denn? Achso, eine heilende Beere. Ah, die sah so komisch aus gerade. Wo war denn jetzt hier? Wo war denn der Eingang? Hier hinten, ne? Also einer der Eingänge auf jeden Fall. Da kann ich dann doch noch rein. Ich glaube, ich weiß, wie ich da oben jetzt reinkomme in diesen Turm. So, abspringen. Nein, das ist nicht. Kann nicht sein. Naja, ich will auch gar nicht mit der Reitmaschine hier rein. Keine Sorge. Den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend. Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oder Banditen? Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstöcken? Aber klar. Ist das sicher? Vermutlich. Krieg ich auch eins? Nein! Oh. Für dich machen wir noch was viel Besseres. Ba-boom! Ja, nicht, dass sie sich selber mal hochjagt. Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die die Gegner aus großer Entfernung treffen können. Aufgrund ihrer langen Aufladezeit haben sie eine niedrige Feuerrate und können nicht beim Springen oder Ducken verwendet werden. Okay. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Quest abgeschlossen. So, wo ist denn jetzt hier die Waffe? Achso, das ist generell der Speer, ne? Den wir jetzt hier verbessert haben. So war das, glaube ich, ja. Ja, hallo. Mit voller Spannung. Mhm. Zwei Fertigkeitspunkte haben wir. Fünf brauche ich ja in dem Fall. Hier ist jetzt die neue Waffe. Genau. Ah, ja. Spulen bearbeiten. Okay, das Ding muss ich wieder modifizieren. Wir legen das mal da unten hin. Dann haben wir es auch im Waffenrad. Da ist er. Ja. Okay, nice. Das ist doch nicht die Waffe, die ich gemeint hatte. Das Kettengeschoss, das ist was anderes. Das hier ist, ja, ist ein Speerwerfer. Oder ein Speerschleuder in dem Fall, glaube ich eher. Wir gehen mal schnell zurück zur Werkbank. Und dann versuche ich mal, das zu verbessern. Das ist ja geil. Die Waffe probiere ich gleich mal aus. Ich glaube, wir haben hier sogar noch eine Nebenquest, die wir machen könnten. Ich habe ja gesagt, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir das dann auch machen für die Fertigkeitspunkte, eben weitergehen in der Hauptgeschichte. Ja, Waffen-Upgrades, Outfit-Upgrades geht ja leider noch nicht. Das ist schon mal Level 1. Das ist schon mal Level 2. Und Level 3 können wir leider immer noch nicht machen. Aber dafür fehlt uns nur noch eine Wühlerwaffenspule. Und dann können wir auch eine Waffenspule in die Waffe packen. Auf eine Art echt eine geile Nummer mit der Werkbank, wie ich finde. Aber wir müssen halt auch ein gewisses Level sowohl beim Outfit als auch bei den Waffen erreichen, um dann auch die Waffen zu modifizieren. Das war am ersten Teil ein wenig anders. Was haben wir hier noch? Gravierende Probleme, die Donnerrücken. Was bringt am meisten was? Ist beides relativ dicht dran, ne? Könnten wir eigentlich alles machen. Fangen wir mal
Na, womit fangen wir an? Hiermit. Dann haben wir wohl ein neues Thema. Wo ist das? Rede mit Holland. Fast vier. Als ich das ist optional, oder? Stand doch da. Aber wir können es ja mal machen. Du bist die Maschinenjägerin, die Karja rausgehauen hat. So hat das noch nie jemand ausgedrückt. Was willst du? Du sollst oben bei den Klippen Flüchtlinge schikanieren. Das stimmt so nicht. Da oben ist Beute. Ein Sturmvogel. Ich habe ihn selbst erlegt, mit der Harpune hier. War kein einfacher Schuss, muss ich sagen. Ich traf seinen Flügel. Er krachte in den alten Turm da oben. Ein schneller Tod. Wenn hier jemand Ärger macht, dann die dreckigen Schattenkarja, die mich nicht zu meiner Beute lassen. Aber du holst sie dir notfalls auch mit Gewalt? Nicht nötig. Die sind völlig am Ende. Vermutlich werden die sowieso demnächst verhungern. Wir werden sehen. Ja, nicht wahr? So, hier ist jetzt dicht für Karja, Freunde. Mach, dass du wegkommst. Okay, ist ja ein toller Gesprächspartner. Ist ja auch egal. Wo ist jetzt hier die Quest? Wo muss ich hin? Ich glaube noch da hinten. Der schnellste Ausgang wäre... Ja, was wäre denn der schnellste Ausgang? Eigentlich kann ich hier hoch, oder? Nicht? Nee, da kann ich irgendwie dann doch nicht hoch. Schade. Nachdem ich das mit dem Fokus gescannt hatte, sah es eigentlich für meine Verhältnisse so aus, als könnten wir dort hochklettern. Aber ist wohl nicht so gewollt. Aber gut, spielt jetzt auch keine Rolle. Aber ich hätte echt ganz gerne noch eine Wühlerwaffenspule, weil dann kann ich den Speer auf Stufe 3 machen. Und ich glaube, da hinten sind auch ein paar Wühler. Die Maschinen respawnen generell relativ schnell. Finde ich auf eine Art echt eine coole Nummer. Wie weit kann ich denn das Ding werfen? Aha, er hat mich gesehen. Alter Verwalter. Der Explosionsschaden ist ja nice. Oh, war ja klar. Der Lümmel sieht mich natürlich auch wieder. Oh, verdammt. Oha. Oh, warte mal, dafür kriegst du das hier. Na, oh, verdammt. Ey, der stand 3 Meter. Wow. Was ist denn das? Guck mal auf hier. Ich war nicht so fertig. Ja, da stand 3 Meter neben mir. Und ich treffe den nicht. Hat er jetzt eventuell... Nee, hat er nicht. Das muss was Blaues sein. Ich brauche so eine Waffenspule. Ich hätte gehofft, die droppen sie. Guck mal an, der Wühler da geht gleich ran. Der wühlt an seinem Kumpel rum. Auch nicht schlecht. So, mein Guter, pass mal auf. Das machen wir mal so, ne? Und explodieren bitte. Ja, wow. Geil. Echt geil. Ah, leider keine Waffenspule. Echt schade. Das Kaja-Lager ist da hinten. Ich hätte ganz gerne noch ein paar Wühler, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist ein Gräber und 2 Reishörner. Nee, die will ich jetzt nicht haben. Irgendwo hier hinten waren noch, glaube ich, noch ein paar Wühler. Ein paar Bären mitnehmen. Ah, die Waffe ist ja endgeil. Alleine schon der Explosionsschaden im Nachhinein haut richtig rein. Genau, hier waren noch ein paar Stürmer. Und auch Wühler. Genau. Ah, den einen kann ich mir, glaube ich, gleich mal schnappen. Kann ich den auch von hier oben klar machen? Wahrscheinlich, wa?
Das war ein gezielter Schlag von oben, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber... Oha. Na, warte mal, ein kleiner Wühler. Ah, der muss dann da auch explodieren, der Speer, ne? Wenn die jetzt gerade so angreifen, ist das blöd. Es sei denn, ich treffe die damit. Das ist dann hingegen wieder nice. Oh, okay, das ist nicht so toll. Ah, war der Eintreffer auch noch? Oder ein paar mehr? Dann machen wir es so. Hat der eine Waffenspule? Natürlich hat er sie nicht. Oh, alter Falter. Ja genau, Aloy, ne? Mit dem Stein können wir den auf jeden Fall zu Leibe rücken. So, der muss sitzen. Hat er auch. Einen Treffer braucht er nur noch. Jawohl. Da ist ja noch einer am Start. Habe ich mir jetzt davon was herstellen können? Nee, habe ich nicht. Wow. Verdammt. Na, warte mal, Freundchen. Dafür kriegst du den hier. Und dann kriegst du den Rest. Okay, dann eben so. Ja, die Waffe ist endgeil. Also jetzt für den derzeitigen Spielverlauf ist das echt geil. Wenn ich denn mal treffe, ne? So, ich habe doch da hinten noch ein paar klar gemacht. Da waren doch noch zwei. Ich habe doch, glaube ich, nicht alle gelootet, oder? Mensch, Jungs, könnt ihr nicht mal... ein Stürmer. Na, warte mal. Zack. Astrein. So muss das laufen. Aber was brauche ich denn dafür alles? Okay, die Items sind relativ selten zum derzeitigen Zeitpunkt, glaube ich. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ja, habe ich vorgehabt. Okay, da hinten sind noch Stürmer. Ja, gut, die kann ich auch mit dem Bogen machen, ne? Na komm mal, mein Guter. Ich weiß ja, wie ich dich relativ nice rankriege. Lass mal das da abtrennen. Und wenn du dann angerannt kommst, dann verpasse ich dir eine. Dann solltest du, glaube ich, auch hinfallen, oder? So war eigentlich der Plan. Er hat sein Horn verloren. Sowas müssen halt die Wühler droppen, ja? Sowas Blaues. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eventuell noch eine bestimmte Schwachstelle treffen muss bei dem Wühler. Dass der dann diese Waffenspule fallen lässt, aber ich glaube, da das generell ein blaues Item ist, ist das relativ selten, dass er das droppt. So, mein Guter, komm mal bitte zu mir, ne? Jawohl. Na, nicht wegrennen. Ich bin hier, ne? Ich darf dem jetzt auch nicht zu viel Schaden zufügen, denn dann kommt er ja nicht mehr angerannt, aber ich habe ihn eben auch noch getroffen. Wo hat denn der jetzt bitte schön den Behälter hier fallen lassen? Irgendwas war doch hier. Wo ist denn der hin? Der ist weg. Er hat das weiter gesucht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ach nee, dann ist er. Das war's mit dir. Wir hatten schon Stufe 8. Ja, ist toll, dass man mich darauf hinweist, aber ich kann das ja erst machen, wenn ich dafür halt die Waffen upgradet habe, ne? Vorher geht das ja leider nicht. Oder in dem Fall halt die Outfits. Das Spiel hat mich halt gerade darauf hingewiesen, dass ich gewisse Modifikationen zur Verfügung habe, die ich noch nicht genutzt habe. Die brauche ich ganz sicher noch. Wo sind denn hier Wühler? Die haben doch ein Areal, oder? Da ist ein Fragezeichen. Das ist bestimmt ein Maschinenareal. Da gehen wir doch glatt mal hin.
Habe ich das Lagerfeuer da hinten schon benutzt? Ich hoffe ja. Aha, einen Aussichtspunkt habe ich entdeckt. Das war das Fragezeichen, ja? Hier vorne sind, glaube ich, Donnerrücken, oder? Nee, hier sind keine Donnerrücken. Aussichtspunktturm. Okay. Ach, das Teil. Da kann ich doch hoch, wa? Ja, ich glaube, da kann ich hoch. Oder auch nicht. Sieht so aus. Was ist das denn? Ach so, ein Datenpunkt. Ein Bild aus der alten Welt. Sieht wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Das Bild ist unvollständig. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Nutze deinen Fokus auf der Karte, um herauszufinden, wo innerhalb des markierten Bereichs auf der Karte das Bild von einem Aussichtspunkt gemacht wurde. Aha. Ist das eine Quest? Kann das sein? Nee. Ach so. Okay. Ja, das hat auf jeden Fall irgendwas mit einer Brücke zu tun, ja? Ist das direkt hier immer in der Nähe? Warte mal, irgendwas war da hinten. Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Naja, das muss ja wahrscheinlich in der Nähe sein, Aloy. Da hinten sind auch Hütten. Das mit dem Aussichtsturm würde ich schon mal ganz gerne machen. Das ist was Neues, das kenne ich noch nicht. Ich bin außer Reichweite des Aussichtspunkts. Ah, okay. Also nochmal. Ich könnte das Aussichtspunktbild nochmal ausrichten. Ich sollte in Reichweite sein. Da hinten sind auch Hütten. Aber das muss dann von einer Brücke passieren, weil da war auch eine Brücke. Okay, noch ein Versuch. Sieht aus, als würde dieses Gebäude vor steilen Klippen stehen. Ah ja, okay. Da hinten ist irgendwas lila. Das kann ja nur das hier sein. Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt etwas Interessantes. Echt, ja? War ich hier noch gar nicht? Wie zum Geier komme ich da jetzt hoch? Mein Fokus hat das Aussichtspunktbild verloren. Ich habe mich zu weit wegbewegt. Okay, das muss also immer in der Nähe dieses Turms sein. Aber ich komme hier irgendwie nicht hoch. Ich lege erstmal ein Wildschwein. Der hat was Blaues gedroppt, den da hinten, na gut, der rennt jetzt schon weg, um den brauche ich mich nicht kümmern. Reichhaltiges Fleisch. Hm, na gut, das mit dem Aussichtspunkt. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, ja. Ah, da war aber eine Brücke zu sehen, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Da hinten ist der Aussichtspunkt. Ah. Ach nee, ist ja keine Brücke. Gut, da hinten ist ja Kettenkratz, ne? Na gut, ist ja auch egal. Wir finden das sicherlich demnächst mal raus mit dem Aussichtspunkt. Ich möchte auf jeden Fall erstmal zu diesem Kaja-Lager. Und unterwegs würde ich ganz gerne halt noch eine Wühler-Waffenspule finden wollen.
Kommen wir da vielleicht an einem Areal vorbei? Ich habe keine Ahnung. Nicht so wirklich, wa? Schade. Echt schade. Wir rufen uns mal unser Reittierchen. So, wo ist jetzt hier der Weg? Bin ich hier richtig? War da Karte? Ich muss hier rüber und dann da hoch, ne? Okay, also wir müssen definitiv hier rüber. Da willkommen, Fremde. Und ich glaube, da müssen wir den Weg hier wählen. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Toter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Na, ich glaube, hier sind wir richtig. Oh, diese Schattenkarja müssen echt einstecken. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Die Leute da werden angegriffen. Hey, du da oben! Willst du nicht helfen? Nicht mein Job. Ich behalte das hier nur im Auge für Kettenkratz. Oh, verdammte Axt. Aber dem muss ich helfen. Jawohl, er ist down. Jetzt nur noch der Feuerreißer. Sieht nicht gut aber der will aus, still Leute. Halten. Oh, was ist er denn reingerannt? Na, der hält ja eine Menge aus. Das sollte besser laufen. Jawohl. Jetzt nur noch eine schöne Schwachstelle treffen, wenn es geht. Ach du meine Güte. Nein, nein! So ein Scheiß. Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Ich kümmere mich jetzt gleich mal um den Feuerreißzahn. Wo ist er denn? Da ist er. Am besten auch gleich so eine Schwachstelle bei dem Treffen, wa? Sieht nicht gut aus, Leute. Meine Güte, hält er viel aus. Ein Treffer noch. Wow! Hier. Ein Behälter noch. Jawohl, der ist Geschichte. Ah, warte mal, ich helfe dir. Ah, keine Munition mehr. Wow, da kommt noch ein Gräber. Sag mal, wo kommst du denn her? Ein Treffer brauchst du noch. Und nicht mehr. Einige in Sicherheit. Ich mach den Rest. Wow. Ich helfe der Nora. Selbst wenn du diese Maschine ja, gut, wollte ich nicht Wühler haben? Da habe ich sie. So, mein Dicker. Bitteschön. Der ist Geschichte. Da oben dreht der Gräber am Rad. Dem spreng ich dafür glatt mal eine Schwachstelle ab. Oder ach Quatsch, eine Schwachstelle und ein Bauteil so mit. Na, verdammt. Der war da gerade so gut hier. Okay, oh, mein Gott. Lass sehen, was du drauf hast. Dir ist schon klar, dass ich dir gerade helfe, ne? So, treffe ich beide damit? Ah ja, habe ich getroffen. So, nur noch das Bauteil und weg. Das waren alle, wa? Das war der letzte. Ich sollte nach den Flüchtlingen sehen. Die Show ist wohl vorbei. Oh, da war eine Gräberklanghülse, das war auf jeden Fall was Lilanes, aber ich hätte ganz gerne halt eine Wühler-Waffenspule. Aber das wird mir wahrscheinlich verwehrt, oder? Ist hier noch irgendwas, was ich looten kann? Ja, hier liegt noch ein bisschen was rum.
Wühler-Waffenspule ist ja was Blaues. Und das liegt hier leider nicht. Aber egal, werden wir demnächst schon finden. Die wo sind da eine Tüte jetzt hin? Ja, das entschärfen wir mal. Immer her damit. Ach so, hier lagen generell auch ein paar Sprengfallen rum. Aber die kann ich ja entschärfen, ne? Der Typ steht da oben, habe ich gesehen. Ach so. Habe ich zu früh losgelassen. Okay. Heilende Beere. Das kommt für später zum Vorrat. Ja, ja. Weiß ich ja. Wissen wir alle. Ist ja nicht so, dass du das alle 5 Minuten erwähnst, aber ab und an ist es schon mal öfter der Fall. Oh, ist das schlimm, Lukascha? Sch, ruhig. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Sieh euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osseram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savoha holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savoha, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation. Wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savoha ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Lass die Nora durch. Okay, dann klettern wir da hoch und finden Savoha. Ja, da ist der Aufstieg. Also da fangen wir schon mal an. Ne? Da oben muss ich hoch. Okay. Ich sollte wohl hochgehen. Naja. Ich bin dabei. So, das können wir hier schon mal runterlassen, oder? Ach so, da hätten wir gegenschießen können, glaube ich, ne? Da ist eine Leiter. Ist das jetzt hier auch der richtige Weg? Ja, ich glaube, ich muss da oben einmal rum. Wir haben ja auch gesehen, da oben war so ein Sturmvogelkadaver. Ich weiß nicht, ob wir den noch plündern können. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Lukascha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Blasse Blüte, ja, will ich haben. Das gebe ich einem Färber. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Echt?
Ach so, ja. Hatte ich eben vergessen, Kreis zu drücken? Okay, wie klettere ich jetzt höher? Ich hoffe wirklich, dass es hier auch der richtige Weg ist. Aber sieht ganz danach aus, woanders können wir ja nicht weiter. Die Leiter muss hinter Savoha gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. Machen wir. Wir finden einen Weg. Aber erstmal brauche ich den grünen Glanz. Ja. Ich glaube, ich komme... Ich glaube, ich komme da runter. Und dann so weiter hoch, ne? Ah, das war schon mal ein Anfang. Eine so zerstörte weit, so Brücke. Oder? Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Vielleicht? Oder wir schaffen das. Na, was denn? Das klingt jetzt nicht sehr toll, Aloy, aber das war knapp und wir haben es geschafft. Sehr viel Blut. Savohaus? Da ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Ach du Scheiße, da unten muss ich dann lang und dann darüber. Okay. Ja, da sind noch ein paar Wühler. Savoha muss sich vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen. Naja. Wir erledigen das. Aber ich will mir auf jeden Fall noch Pfeile herstellen. Und ich habe ja noch meinen Mutangriff. Das Wasser sieht tief genug aus. Könnte ein schneller Weg nach unten sein. Ah ja. Oh geil, wir sind das erste Mal unter Wasser. Na ey, da kommt tauch auf. So, jetzt müssen wir das geschickt anstellen. Die Wühler, wenn die halt was machen, sind nicht das Problem. Das Problem sind die Gräber. Den muss ich erledigen. Komm schon. Schnell in Deckung, nämlich der andere sieht. Irgendwer hat mich, glaube ich, auch gesehen. Ah ja. Ein Wühler hat mich gesehen und der eine Gräber da hinten. Ja gut, der ist auch ein bisschen in aufgeschreckter Position gewesen, oder? Auf jeden Fall hat er sich auf der Hinterbeine gestellt. Ganz ruhig, Aloy. Verdammt, der scannt das hier gerade. Der Wühler geht auf jeden Fall zu seinem Haufen zurück. Das ist gut. Und den Gräber kann ich denn, glaube ich, gleich so erledigen. Darf bloß nicht schnell rennen. Das war der erste. Oder der letzte Gräber in dem Fall. Den haben wir auch erledigt. Hat ja jetzt eventuell mal eine Waffenspule für mich. Oder finde ich die Waffenspulen nur in diesen Schrotthaufen da? Weiß ich auch nicht. Oh Gott. Verdammt. Ich dachte echt. Ah, verdammt, Axt, okay. Der hat mich gesehen. Der weiß dann auch sofort, wo ich bin, ne? Hier, nimm das. Ach du Scheiße, den habe ich gar nicht getroffen damit, oder wie? Dann machen wir das so. Oha, Wühlerlein. Am besten oben die Schwachstelle noch treffen und... Jawohl. Das waren alle. Das ist ja Musik in meinen Ohren. Ah, Metallknochen brauche ich auch noch für diese Speere. Habe ich gerade gewundert, was wir da noch brauchen. Ast rein. Habe ich jetzt hier alles mitgenommen? Ich hoffe schon. Ich wollte doch noch irgendwie looten, oder? Habe ich den schon gelootet?
Ja, werde ich gemacht haben. So, dann begeben wir uns mal dahin, wo wir hin müssen, zu Saboha. Es sei denn, hier kommen noch andere Maschinen. Was war denn hier der Weg? Hier geht's, glaube ich, weiter. Ja, hier sind wir richtig. Da ist er. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Saboha sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Nein. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den Düsterpfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit den Weg. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Echt, ja? Okay, machen wir. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Ja, gute Frage, Aloy. Ich weiß es nicht. Ich habe mir eigentlich viel mehr gerade eine Platte gemacht, wo wir weiterklettern können, aber ich glaube, hier unten geht's weiter. Ah, das scheint der richtige Weg zu sein. Na gut, dann holen wir uns das Sturmvogelherz. Sofern er denn eins hat, ja. Na, verdammt, Aloy. Da hast du dich nicht festgehalten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Muss ich das nochmal machen? Komm ich da wirklich ran? Nee. Ja. Warum geht denn das nicht? Ach, vielleicht von hier, ne? Hä? Da muss ich doch... Achso, von hier. Ja, genau. War schwerer, als es aussah. Auf jeden Fall. Hier ist noch eine Kiste. Und wehe, finden wir da kein Sturmvogelherz. Dann ist was los. Ich will den ganzen Weg hier nicht nochmal runterklettern. Oh, da war eine Uhr mit bei. Oder ein Armband. Ich wollte hier... Hallo. Vorbei. Meine Güte, das ist aber hoch. Denn jetzt hier weiter. Hier rüber, ne? Ach nee, Quatsch, von hier kam ich ja. Da muss es hier irgendwo jetzt einen Weg weiter hochgeben. Ah, da ist der Weg. Der Osaram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Aber jetzt weiß ich auch, wie ich schneller wieder runterkomme.
Ich habe gesehen, dass wir uns abseilen können. Da. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Ja, mit Sicherheit. So, abseilen. Und dann schnell zurück zu Savoha. Wo war er denn nochmal? Savoha? Wo war er denn nochmal? Wie geht es dir? Ich muss wieder dorthin zurück. Savoha? Oh nein, jetzt ist er verstorben, oder wie? Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe in Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lokasha informieren und ihr das Sturmvogelherz geben. Das machen wir. Aber wie komme ich am besten zurück? Kehre zum Zwielicht-Kaja-Lager zurück, ja. Da unten ist das Lager. Augenblick. Ich glaube, ich komme... Ja, ich glaube, ich komme da rüber, ne? Und dann komme ich weiter runter. So, auf jeden Fall erstmal. Und dann hier vielleicht weiter runter. Ja, sieht gut aus. Wie weit geht das jetzt hier runter? Na gut, jetzt sind wir schon mal hier. Und ja, da unten ist auf jeden Fall das Lager, aber muss ich echt den ganzen Weg zurücklaufen? Hätte man sich da nicht irgendwie, ja, abseilen können? Ich kann es wahrscheinlich auch. Ich habe nur den Weg nicht gefunden. Hier geht's, glaube ich, ja, gar nicht weiter. Nee, das riskiere ich lieber nicht. Aber ich muss doch irgendwie... Ich muss ja irgendwie runterkommen. Mir wird zwar irgendwas angezeigt, dass ich da ran kann, aber ganz ehrlich, ich will das nicht riskieren, ne? Da muss ich hin. Da ist das Lager. Verdammt, wie bin ich hier nochmal hochgekommen? Karte bitte. Okay, muss irgendwo ein Lagerfeuer sein, aber ja, wo, weiß ich nicht. Aber da komme ich doch noch wieder hoch. Das kann's doch nicht sein. Aber ich glaube, ja, nee, das ist jetzt blöd, was ich hier mache. Ich glaube, ich kann mich da hinten runterhangeln. Ich riskiere das jetzt einfach mal. Also im schlimmsten Fall werde ich sterben. Was wahrscheinlich auch passieren wird. Und wenn nicht, ja, dann können wir uns runterhangeln. Versuchen wir es mal. Okay, jetzt sind wir hier. Die Landung hatte ich unterschätzt. Mach doch keinen Ärger. Ja, ich auch. Aber das war nicht richtig, was ich gemacht habe. Das war einfach nur Glück, was wir hatten. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir.
Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkaja. Ich hol sie mir. Ja gut, was machen wir? Sollen wir die umhauen? Schwere Entscheidung. Ich wähle eigentlich immer den guten Weg. Wer es findet, darf es behalten. Aber eigentlich könnten wir ihm das Sturmherz auch geben, ja. Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze, wer etwas findet, darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt! Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Luft, sei still! Okay, du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukasha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier, bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Okay, hätten wir die Nebenquest der Düsterfahrt abgeschlossen. Tja, die Leute haben nicht viel und geben uns dann trotzdem noch was, ja? Auch sehr ehrenwert. Gesichtsbemalung freigeschaltet. Kaja-Gelehrte. Echt jetzt? Es gibt eine Gesichtsbemalung? Wo haben wir das? Ich finde das gerade nicht. Keine Ahnung, wo das ist, aber wir schalten jetzt auf jeden Fall noch hier die Fertigkeit frei. Jetzt haben wir 5 Punkte. Und dann haben wir da Stufe 3. Eine Trophäe gab es dafür auch. Einen Mutstoß vollständig verbessert, nannte sich diese Trophäe. Fernkampfmeister haben wir jetzt komplett gemeistert. Okay. Und die Questen, die wir hier noch hätten, sind 2 Stück an der Zahl. Die gehen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich an. Ich würde sagen, die Folge ist lang genug. Hätte auch nicht gedacht, dass sich das alles so in die Länge zieht. Aber ich habe ja nebenbei auch noch was gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und der Versprecher muss da auch mal gerade wieder sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Horizon Forbidden West.